So sieht das Ganze von außen aus. Einfach und doch genial. Da kann ich auch zu dritt drin schlafen. Eisig, aber herrlich. Die brennt auch von innen bis hindurch. Hier oben ist alles gefroren. Eiswasser zum Frühstück. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute gibt's eine neue Übernachtung. Und zwar, wie angekündigt, im Dachzelt. Strahlend blauer Himmel, aber lasst euch nicht täuschen, es sind aktuell minus 7 Grad. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Abenteuer. Auch wenn ich im Dachzelt übernachte, will ich natürlich auch ein bisschen Bushcraft-Feeling haben. Schönes Feuer machen, was köcheln, ja, ein bisschen Holz suchen bei der niedrigen Temperatur und natürlich auch einen geilen Ausblick haben. Ich musste mal kurz rausspringen, weil hier einfach gerade so geil die Sonne knallt und im Hintergrund alles gefroren ist. Wir haben gerade, glaube ich, so minus 7, minus 8 Grad ungefähr. Es liegt kein Schnee, aber es ist trotzdem alles weiß. Überall hat sich hier so ein Tau festgefroren und es wirkt wie so eine kleine Winter-Weihnachtslandschaft. Gut, Weihnachten immer jetzt Quatsch, ist ja schon längst vorbei, aber es sieht schon geil aus. Aber glaubt mir eins, wenn die Sonne heute Abend weg ist, dann wird es richtig bitterkalt. Aber das war auch die Idee dahinter, mal so ein Dachzelt auszutesten, wenn es halt auch mal richtig kalt ist. Im Sommer kann ja jeder. Hier wird es jetzt glatt schon so ein bisschen dichter und zugewachsener. Ja, gucken wir uns mal an, ob wir hier eine schöne Stelle finden. Links und rechts ist so ein bisschen Wasser, was natürlich alles ein bisschen feuchter und kälter macht, aber es sieht halt schöner aus. Ich habe mir überlegt, mit dem Dachzelt heute auf einer schönen freien Fläche zu übernachten, damit man auch mal einen schönen Ausblick hat. Einzige Problem ist, da gibt es natürlich kein Holz. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Zwischenstopp. Hier ist genug Totholz, überall was runtergekommen. Das heißt, Axt raus, Säge raus und dann ein bisschen Feuerholz machen. Hier waren anscheinend überall Biber. Hier sieht man auch die ganzen Bissspuren, die irgendwie das Holz hier futsch gemacht haben. Ist mittlerweile schon längst tot und sicherlich auch schön trocken. Krass, was die für Zähne haben, dass sie damit einfach einen Baum fällen können. So, Hacklotz, was machen wir für eine Länge? Ich will auf hier raufhauen, so hoch. Ist schon durch. So, kann man schön arbeiten. Numero uno. Alter! Alter, was ist das denn krasses? Ich habe gerade irgend so eine krasse Raupe gefunden, die lag hier neben. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was das für eine ist, was daraus für ein Tier mal wird. Auf jeden Fall habe ich so eine noch große Raupe noch nie gesehen. Schau dich die mal an. Lebt die noch? Damit ihr mal einen Größenvergleich kriegt, das ist mein Zeigefinger. Ich fasse sie lieber nicht an. Rot ist ja schon so eine Signalfarbe und die hat auch so ein paar Haare drauf. Ach, dieses Gesicht, ey. Krass, habe ich so noch nie gesehen. So, die legen wir hier irgendwo wieder an die Seite rein bei ein bisschen Holz. Falls sie noch leben sollte, dann kann die sich da ein neues Zuhause bauen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was für eine Raupe das war oder was für ein Tier das später mal wird.
So, damit kann man auch schon mal arbeiten. Bisschen Holz ist auf jeden Fall schon mal da. Innen drin im Kern auf jeden Fall richtig schön trocken. Zum Anmachen nachher brauchen wir auf jeden Fall noch einige kleine Sticks. Deswegen ja, einfach noch mal ein bisschen klein Zeug spalten. So, und wenn die ganz klein sind, dann nehmt ihr einfach so, legt die Axt hier drauf. Dann könnt ihr die ganz entspannt klein spalten. Kleiner Tipp noch von mir, macht euch noch so ein zweites Bündel fertig für den nächsten Morgen. Denn wenn ihr früh aufwacht im Schlafsack und dann das Feuer anmachen wollt, dann soll es möglichst schnell gehen, weil ihr wollt Wärme und nicht erst anfangen, hier ein mögliches Holz zu spalten. So, erstmal alles ins Auto verfrachten und dann suchen wir uns mal eine gemütliche Stelle. Wir haben es ja Winter, das heißt, die Sonne steht schon leicht am Horizont und ich muss mich beeilen, dass ich das Dachzelt noch aufgebaut bekomme, denn das will ich euch ja auch noch bei Tageslicht zeigen. Na, eine Stunde habe ich ungefähr noch. Ich habe das Dachzelt übrigens schon mehrere Monate im Einsatz, habe auch schon ein paar Mal drin geschlafen, aber halt noch nie in einem Video, von daher Premiere. Das war jetzt auch schon der grobe Aufbau, geht wirklich innerhalb von einer Minute, zwei Minuten und auch problemlos alleine. Oben müssen wir jetzt aber noch ein bisschen was machen. Und zwar müssen wir diese Unterlagen hier noch nach vorne ziehen und die nach vorne ziehen. Und jetzt ist das Paradies auch schon einsatzbereit. Das hier unten drunter, seht ihr, ist so eine Durchlüftung. Das heißt, wenn ihr Feuchtigkeit durch Schwitzen oder so irgendwie durchkommen sollte, dann kann die Matratze atmen. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Ah, herrlich. Es ist halt schon geil. Vom Platz her gar nicht damit zu vergleichen, als wenn man jetzt unten im Geh schlafen würde, weil ihr seht schon, ich kann schon mal aufrecht sitzen. Dann habe ich hier eine extrem große Liegefläche, wo man wirklich sich zu zweit richtig ausbreiten kann. Ich würde ja sogar sagen, man kann ja auch zu dritt drin schlafen, so als Familie mit noch einem mit einem Kind würde das vielleicht sogar auch noch passen. Hier sind Fenster, sowohl links als auch rechts, als auch oben. Und ich bin mal gespannt, ob wir heute eine sternklare Nacht haben, weil dann kann man den Himmel später wirklich direkt dadurch beobachten. Aktuell ist es noch blauer Himmel. Ja, das ist der aktuelle Blick nach draußen. Kann man sich auf jeden Fall auch dran gewöhnen. Und diese ganzen Fenster kann man natürlich alle noch verschließen. Ja, hier ist überall noch Stoff dran, den man rumziehen kann. Also man kann es ja auch komplett dicht machen. Hier vorne haben wir auch noch ein Moskitonetz, also so eine Gaze drin. Ja, klassisch, wie man es fürs Zelt kennt. Sodass hier im Sommer auch genug Luft reinkommen kann. Ist schon schön. Ein großer Unterschied im Vergleich zur Übernachtung im Fahrzeug ist natürlich, so sieht das Ganze von außen aus. Sehr geil, aber mal eben auf dem Parkplatz irgendwo in der Innenstadt aufstellen, wird schwierig. Aber für irgendwelche geilen Urlaube, für irgendwelche geilen Roadtrips, wo man eh in der Wildnis ist, ist das schon eine feine Sache. Für mich ist das eine variable Sache. Also nichts für den Alltag, was ich jetzt immer drauf haben werde, aber für bestimmte Trips, Touren, Roadtrips, was auch immer, ist es wirklich ein schönes Ding. So, dann hole ich schon mal meinen Schlafsack raus. Heute Nacht soll es ja richtig kalt werden, das heißt, ich habe wieder meinen Winterschlafsack dabei, den packe ich auch schon mal oben rein. Packe ich mir gleich nochmal eine kleine Laterne nach oben. Wenn es dunkel wird, brauche ich ja auch ein bisschen Licht. Und ihr seht schon, hier ist ein Metallbügel, kann man also auch ganz entspannt irgendwie Taschenlampen oder irgendwas anderes einhaken. Was auch ganz praktisch ist, man hat ein kleines Dach. Wenn es jetzt irgendwie regnen sollte, kann man sich hier nochmal unterstellen, wie so eine Mini-Markise. Und hier sind auch noch einige Befestigungen, wo man nochmal Ausrüstung dran machen kann. Ihr seht, da sind so verschiedene Haken, die kann man auch in verschiedenen Positionen befestigen und kann dann da Sachen dran machen. Hier habe ich vergessen, muss man das Ganze noch so drunter klemmen. Muss man nur aufpassen, dass man das dann wieder löst, bevor man zusammenklappt. Weil wenn man das jetzt nämlich hier schön drunter festmacht, dann pfeift auch kein Wind rein. Im Sommer ist das nicht so wichtig, aber
bei den Temperaturen gehe ich lieber auf Nummer sicher. Ich habe auch noch ein bisschen Zubehör für das Dachzelt mit, was man noch so dran bauen kann, was noch so für Verstaumöglichkeiten gibt. Das zeige ich euch auch noch später, aber vorher machen wir jetzt erstmal Feuer. Denn so langsam zieht es ein bisschen kalt in den Nacken rein. Es sieht zwar nicht so aus, aber es ist echt kalt. Na, schön die Isomatte, die Setlight, damit der Popo schön warm bleibt. Das feine Anzündholz, Feuerkit vom Bushcraften. Topf brauchen wir auch, wir wollen uns ja was zu essen machen schließlich. So, erstmal so eine kleine Basis hier auslegen, damit keine Feuchtigkeit direkt ins Holz dringt. So. Ich nutze hier öfter solche Wattepads, die mit Wachs getränkt sind. Reiße ich dann einfach so ein bisschen auf. Und die brennen ganz gut. So ein bisschen Zunder, den man sich selbst herstellen kann. Hab natürlich auch noch Kienspan dabei, bisschen Harz und ab und an auch Birkenrinde. Ah, das war heiß. Wichtig, hier braucht immer was zum Stochern. Sticks Kienspan mit rein, so eine kleine. Und noch ein Brocken Harz. Und dann geht das gleich alles von allein. Ha, ihr merkt schon, hier zieht ein richtiges Lüftchen. Damit ihr mal ein Gefühl kriegt, wie windig das hier ist. Wir bauen hier erstmal eine gewisse Grundhitze, eine gewisse Glut, damit wir hier ordentlich arbeiten können. Es wird wieder mal Zeit für ein klassisches Dreibein. Ganz einfach, ich knote es einfach an einer Seite fest und jetzt wird das hier immer drunter und drüber geschlauft. Besonderes ganz normaler Knoten bzw. Doppelknoten. Jetzt haben wir hier genug Spannung drauf. So, jetzt wollen wir den natürlich hier gleich rüberhängen. Dafür brauche ich aber noch so eine Art Haken. Den schnitze ich mir mal ganz schnell aus einem Stück Holz. Perfekt. Ich habe immer noch mein Multitool am Mann. Habe ich übrigens auch ein Review-Video zu gemacht und auch einen Test auf meinem Bierkanal. Schaut da gerne mal vorbei. So, hier haben wir einen schönen Haken. Worauf ich immer noch achte, ist, dass hier oben irgendwie eine kleine nochmal Abgabelung ist, Verwulstung oder sonst was, dass wenn ich hier den Strick drum mache und der nicht ganz hält, nicht nach oben abhauen kann. Ja, ich habe jetzt hier so eine kleine Verästung, das passt super. Und schon ist der Haken fertig, ganz einfach. So, auch hier kein Hexenwerk, einfach ein Doppel- bzw. Dreifachknoten. Einfach und doch genial. Biber. Seht ihr den? Ich bin jetzt gleich mal mega gespannt, weil da die Eisfläche kommt, was der jetzt macht. Der guckt mich an. Kommt der jetzt hier raus? Ich dreh durch. Da drüben kommt noch was geschwommen. Krass, das ist noch ein Biber. Die haben mich auf jeden Fall ja längst gesehen. Der hat mich auch die ganze Zeit angeguckt. Ist das ein Pärchen oder ist das ein Jungtier? Flupp, jetzt schwimmen sie beide wieder weiter. Geil. Ja, das ist halt das Geile in der Natur, wenn man ein bisschen die Augen offen hält. Dann zeigt sich auch das ein oder andere Tier. So, das Wasser ist kurz davor zu kochen. Und ich glaube, ich zeige euch jetzt mal noch schnell die Anbauteile. Denn wenn die Sonne weg ist, dann sehen wir ja gar nichts mehr. Jede Menge Zubehör, das ich selbst noch gar nicht ausprobiert habe. Also gucken wir jetzt einfach mal gemeinsam, was wir da Schönes haben. Okay, genau. Das waren nämlich, glaube ich, hier zwei Organizer für diese Seitenfächer dort. Seitenfächer für diese Ringe, die ich euch gezeigt habe. Falsch rum. So rum. Genau. Hier sind nämlich jetzt extra so eine Klicker drin. Zack. Das heißt, eine coole Sache, wenn man jetzt wirklich mal länger unterwegs ist oder noch mit mehr Leuten, kann man sich ja gut Sachen rein organisieren. Vielleicht sogar so eine kleine Küche, man könnte aber auch seinen Kleiderschrank da reinmachen. Ich sag mal T-Shirts, Socken, Hygiene und so. Und kann dann wirklich im herrlichen Sonnenschein oder auch im Winter, je nachdem wie hart man ist, hier wirklich gut rankommen. Und rollt das Ganze zusammen,
klickt es zusammen und schon hat man das Ganze wieder verstaut im Auto. Coole Variante. Das können wir ja mal hier drüben ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob das anders ist. Doch, das ist anders. Das ist anders, das gucken wir uns an. Ach krass. Ist wie so ein kleiner mobiler Kleiderschrank. Guckt euch das mal an, warum habe ich denn das jetzt nicht für die Tour richtig genutzt? Na, seht ihr, ich habe alles jetzt nur in so Kisten im Auto drin, aber es ist ja viel cleverer, sein Zeug hier drin zu verstauen. Der Slogan hier oben gefällt mir übrigens auch. Love people, love nature. Ja, kommt ja so ein bisschen an diese Roadtrip, Vanlife Philosophie ran. Bisschen reisen, Leute kennenlernen, Natur erleben, Sonnenuntergänge erleben, Feuerchen. Das Einzige, was jetzt fehlt, sind die People, die anderen Leute. Naja, indirekt seid ihr ja irgendwie auch mit dabei. So, das waren hier noch so kleine Organizer, die man nämlich ins Zelt reinhängen kann. Und es gibt jetzt hier die Möglichkeit, das packe ich jetzt nicht aus, weil ich das nicht anbringen möchte, aber ich will es euch trotzdem mal erklären. Und zwar seht ihr ja jetzt das Dachzelt hier oben. Und das ist jetzt ziemlich offen, da pfeift gut der Wind rein. Und hier außen, hier, ist noch ein Reißverschluss drin. Und da kann man wie so eine Art Mini-Vorzelt noch dran machen, das dann wirklich irgendwie bis hier geht und noch mal abspannen, sodass der Wind halt nicht so reinpfeifen kann. Ja, oder wenn man jetzt so richtiges Sauwetter hat. Aber ich will auch ein bisschen den Ausblick genießen. Ja? Und ich will auch einen Extremtest machen, zumindest von der Temperatur. Von daher lassen wir das erstmal weg. Mein Wasser verkocht hier schon die ganze Zeit. Heute mal ganz unprofessionell aus der Tüte einen doppelten Linseneintopf. Der muss 13 Minuten lang köcheln. Das heißt, ich mache den wirklich gern immer, wenn dann, überm Lagerfeuer, weil 13 Minuten auf der Gaskartusche ist mir zu lang. Sehr schön. Ach, Leute, diesen Ausblick muss ich noch mal genießen hier. Hier seht ihr übrigens ein bisschen an meinem Atem, wie kalt das ist. Aber wir machen es uns heute trotzdem schön gemütlich. Eisig, aber herrlich. Fällt mir gerade ein, wenn man jetzt nachts mal pinkeln muss, kann man sich eigentlich direkt hier draufstellen und hier schön entspannt was runterlassen. Wir müssen natürlich auch ein bisschen Wärme nach innen bringen. Und so eine schöne Linsensuppe, ja, die brennt auch von innen ein bisschen durch. Also laut Packung habe ich jetzt Portionen für 4 Leute gemacht. Das heißt, wenn wer was abhaben will, sagt Bescheid, ich habe auch noch einen Stuhl da. Ja. Ja. Feinste Linsensuppe. Die Sonne ist weg. Das heißt, schön ans Feuer muckeln und nachher in den Winterschlafsack. Ich hatte euch ja vorhin erzählt, dass man oben später die Sterne beobachten kann. Ich glaube, bei den Temperaturen wird das eher nichts. Denn hier oben ist alles gefroren. Er hat auf jeden Fall auch was, aber durchgucken kann man da jetzt erstmal nicht mehr. Wird also sicherlich eine eisige Nacht. So, ich kaufe jetzt erstmal meinen Schlafsack hier rein. So, das ist das, das ist das. Ist mir hier ein bisschen muckelig. Dann würde ich sagen, wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen.
Guten Morgen. Auch die Scheibe hier vorne ist leicht vereist. Aber ich würde sagen, mit den Farben im Himmel lässt es doch ganz gut wach werden. Eiswasser zum Frühstück. Oh, herrlich. Ich habe ja den Winterschlafsack. Hat wieder super funktioniert. Ich hatte ein bisschen kalte Füße, trotz Clean Canteen Wärmflasche aus dem Feuer gestern Abend noch. Aber gut, das habe ich öfter. Das habe ich auch teilweise im Sommer. Oh, hier sieht man nochmal richtig geil die Kristalle. Ein Riesenvorteil ist hier echt, dass man sich hinsetzen kann, hinhocken kann. Ich kann mir entspannt meine zweite Jacke wieder anziehen. So, da kann man noch in den Tag starten. Es ist noch ein bisschen frisch, ich ziehe mir noch schnell was an. Aber ich bin fit. Ja, diese kleinen Mikroabenteuer machen Spaß. Einfach mal übers Wochenende raus. Ja, ein bisschen draußen übernachten, Feuerchen machen. Das gibt neue Energie. So, und jetzt eine Runde baden gehen oder was? Nee, natürlich nicht. Ja, das sieht schon schön aus. Ich mag immer so diese morgendlichen Stunden. Da ist immer noch so Energie im Tag. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Thema Dachzelt in die Kommentare. Habt ihr es schon mal ausprobiert oder wollt ihr es vielleicht sogar auch mal ausprobieren? Wenn ihr Bock auf mehr Übernachtungsvideos habt und auch mit der G-Klasse, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.